Hallo ihr Lieben, ja, ich lebe noch. Ich habe mich jetzt lange nichts hören lassen von mir, da ich immer keine Zeit hatte, dann Urlaub hatte, Geburtstag hatte und da Essen war und dort Essen war. Und jetzt ist Sonntag, der 12.2. Jetzt habe ich ein paar Minuten Zeit mir genommen, einfach mal, um euch mal meine ganze Duftwachssammlung zu zeigen, die paar Reste, die ich noch habe. Ich muss erst wieder ein bisschen was bestellen. Ich habe schon zwei Bestellungen getätigt, die schon da sind, aber ich will noch ein bisschen sammeln, dass es wieder ein bisschen länger geht als nur ein paar Minuten. Das lohnt sich jetzt ja nicht wirklich, das zu drehen. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Die paar Reste, die ich noch habe. Das sind zwei Twinkle Candle Düfte, die ich noch habe. Die anderen habe ich alle aufgebraucht. Einmal den Apple Pie. Da ist schon der Apfelkuchen. Twinkle Candle hat alles weißes Wachs. Finde ich jetzt nicht schlimm. Riechen alles sehr stark. Also reicht eigentlich, wenn man einen Block reinmacht. Ich habe immer zwei reingemacht. Bin ich bald eine Woche hingekommen mit dem Duft. Und ja, will ich mir auf alle Fälle noch ein paar bestellen von denen. Auch vielleicht mal eine größere Kerze. Muss ich mal testen. Hatte ich bis jetzt noch nicht. Die Kerzen von denen. Apple Pie. Dann habe ich noch Strawberry Lemon Night oder Limonade. Schöner fruchtiger Duft. Ja. Erdbeer, Zitrone. Riecht natürlich. Bin ich gespannt. Sind relativ teuer. Ich glaube 3,80 € kosten die hier. Strawberry Limonade. Dann habe ich noch zwei Yankee Candles, meine zwei letzten. Einmal den Cherries and Snow. Da riecht nach Kirsche, riecht so ähnlich wie Black Cherry. Bloß finde ich den natürlicher. Dann habe ich noch Fuji Apple. Noch, riecht auch schön nach Apfel, nach roten Apfel. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich sogar noch ein Gooseberry Candle. Wusste ich gar nicht, dass ich die noch habe. Den Orange Berry Slush. Riechen auch sehr stark. Hab ich bis jetzt nur einen Würfel drinne. Den habe ich auch schon ewig. Riecht nach Fruchtcocktail, erdbeerig, orange, sehr starker Duft. Hatte ich bis jetzt auch noch keine Kerze von der Firma, weiß ich aber noch nicht, ob ich die mir überhaupt holen werde. Mal gucken. Gooseberry Candle. Dann habe ich noch zwei Village Candle. Die muss ich noch leer machen, aber werde ich mir nicht nochmal bestellen, die Firma. Ich finde die von der Duftstärke her nicht so besonders. Einmal den Caramel Pier. Und einmal den Tropical Getaway. Den habe ich auch schon angefangen. Und der ist noch komplett neu. Komplett zu. Oh, das ist ein schöner Birnenduft, karamellig. Aber so stark wie er hier riecht, riecht er an der Lampe leider gar nicht. Also ich nehme ihn überhaupt nicht wahr. Ja, den verbrate ich noch. Und bei dem Duft. Ja, auch riecht tropisch, kokosnussig. Werde ich auch noch verbraten, dann sind sie weg. Werde ich mir nicht wieder kaufen. Dann habe ich noch von Iceflower einmal den Liebesapfel. Habe ich auch angefangen, den werde ich auch noch aufbrauchen. Ja, riecht total apfelig. Nach Gartenäpfeln. Sehr schön. Das war mein letztes von Iceflower. Bin mal überlegen, ob ich mir nochmal bestelle bei Iceflower oder nicht. Mal schauen. Dann habe ich noch ein paar Yankee Candle Kerzen. Einmal den Summer Scoop. Den habe ich auch angefangen gehabt. So fast die Hälfte weg.
hat leider ein bisschen gerußt. Also ist nicht schlimm, das wasche ich dann aus. Die Gläser finde ich ganz gut, da kann man Reis oder Nüsse oder Nudeln oder irgendwas reintun. Oder Sand oder Dekosteine, das finde ich eigentlich immer ganz schön, die Dinger. Schmeiße ich jedenfalls nicht weg. Sommer's gut. Ja, riecht, also riecht bärig. Ist Sojawachs, also die, weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Die brennen relativ schnell ab, die länglichen, weil das anderes Wachs ist. Auch finde ich jetzt nicht schlimm. Dann habe ich einmal Pink Sand, habe ich ja angefangen, ich habe noch nicht viel runtergebrannt. Ja, schön pudrig, so ein Klassikerduft. Könnte auch ein Frauenparfüm sein. Ist auch das gleiche Sojawachs, werde ich mal aufheben. Das werde ich noch demnächst abbrennen. Dann habe ich einmal Mango Peach Salsa. Da muss ich sagen, das ist einer meiner ersten Kerzen gewesen. Und geht gar nicht. Habe ich auch angefangen. Ist ja gut schon was weg. Aber brennt total blöde ab. Ist eine totale Diva. Man sieht es auch hier. Alles total Rester noch. Ich habe, das brennt sich durch, mit dem Elumalit nicht ordentlich ab. Ich habe schon alle männlichen drum gemacht und es brennt einfach nicht ordentlich ab. Tunnelt ohne Ende. Bin mir überlegen, ob ich den überhaupt noch abbrennen werde oder ob ich den einschmelze und das in die Duftlampe schmeiße oder keine Ahnung, muss ich mal gucken. Ja, riecht nach schöner Mango, nach Pfirsich. Riecht nicht stark, aber ich nehme die großen und die kleinen und die länglichen. Nehme ich nur fürs Schlafzimmer, weil dann nämlich die komischerweise besser war als wie in der Stube. Warum, weiß ich nicht. Mango Peach Salsa. So, kommen wir zu drei Gläsern, die ich noch nicht abgebrannt habe. Einmal Strawberry Buttercream. Also eigentlich ein schöner erdbeeriger, sahniger Duft. Bin ich gespannt, werde ich auch im Schlafzimmer abbrennen. Wie der ist. Ist noch nicht verwendet. Weil ich erstmal die anderen Sachen alle machen will, bevor ich wieder was Neues anfange. Strawberry Buttercream. So. Dann kommen wir zu meinem schönen Duft. Den habe ich im Müller gekauft gehabt. Einmal Soft Blanket. Ist einer der wenigen frische Düfte, den ich habe. Die ich habe. Da bin ich so der Fan mehr mit frischen Düften. Ich mag mehr die fruchtigen und die Bäckereidüfte. Na, jetzt kriege ich es nicht ab. Jetzt. Ist auch noch nicht abgebrannt. Ja, sehr frisch. Frisch gewaschene Wäsche. Ja. Werde ich jetzt vielleicht im Frühling abbrennen oder im Sommer, muss ich mal sehen, wenn ich es mache. Soft Blanket. Muss mal gucken, wo ich das hinstelle. Gar keinen Platz. Kommt da hin. Und mein letzter von Yankee Candle, auch noch nicht abgebrannt, ist der typische Osterduft. Ich glaube, den gibt es auch jedes Jahr. Jelly Bean. Ist auch noch nicht abgebrannt. Werde ich jetzt über Ostern und so mal probieren. Ich finde ihn eigentlich mehr so heidelbeerig-mäßig. Also Jellybean, weiß ich nicht, richtig nicht raus. Mehr so bärige Noten hat der. Aber bestimmt sehr schön. Bin ich gespannt, wie die Luftabgabe ist. War erst lange überlegen, ob ich den überhaupt mal kaufe. Weil viele gesagt haben, der riecht nicht toll oder. Es kommt da, glaube ich, auch auf das Gussjahr an. Das ist 2015. Muss ich gucken, wie die Duftabgabe ist. Jelly Bean. Das waren meine paar Yankee-Gläser, die ich noch habe. Dann kommen wir zu meinen. Ach nee, das mache ich zum Schluss.
zu meinen Duftimpressionen. Die habe ich alle in solchen Kartons drin. Ich will mir erst so Schütten oder Kisten kaufen, wo ich die alle reintun kann, weil es ist nicht so schön mit den Kartons, finde ich. Da habe ich einmal Espresso Vanilla. Ja, schöner Kaffeeduft, riecht auch sehr stark. Ja, schöner Kaffee. Dann habe ich noch einen Kaffeeduft, Starbucks Kaffee. Ich hoffe, man kann es lesen, ist relativ dunkel. Typischer Kaffeeduft. Ja, sehr intensiv. Finde ich sehr schön. Habe ich jetzt auch lange nichts bestellt. Bei der lieben Irma werde ich auf alle Fälle noch machen. Dieses Jahr. Einmal Green Apple Cucumber. Auch schöner Apfelduft. Apfelig, limonig. Dann habe ich einmal von der Science-Reihe Cherry Blossom. Riecht schön nach Kirsche, nach Blume. Putrig. Schön. Einfach klasse. Dann habe ich noch Pistachio-Eiscreme, das Pistazien-Eiscreme. Riecht auch sehr schön. Nach Pistazie. Werde ich auch noch aufbrauchen. Dann habe ich noch, die habe ich damals geschenkt gekriegt. Einmal Tangerine Sage. Habe ich auch noch nicht aufgebraucht. Ist dann nur noch zwei Blöcke drin. Werde ich demnächst auch noch aufbrauchen. Und einmal den Sun and Sand. Ist auch angefangen, werde ich auch noch aufbrauchen. So, jetzt kommen wir zu meinen Clamshells von der lieben Irma. Packe ich erstmal alle aus. Nochmal erstmal die Science-Reihe. Zwar habe ich einmal Silk Blossom Peach. Wir haben noch drei hier drinnen. Total putrig. Könnte eine Körperlotion sein. Noch Pfirsich, noch Blume. Riecht sehr schön. Riecht auch sehr stark in der Lampe. Silk Blossom Peach. Dann einmal, da habe ich den Baby Bees Buttermilk. Ist auch angefangen. Auch immer schönes Wachs. Ja, auch putrig. Buttermilch, ja, stimmt. Riecht mal raus. Sehr interessanter Duft. Dann habe ich einmal den Blackberry Sage. Ist auch angefangen. Ja, mache ich total Blackberry raus. Und noch eine andere Note, aber kann ich schwer beschreiben. Riecht sehr fruchtig, sehr interessant. So, auch noch meine Lieblingsdüfte mit Blackberry Sage. Dann habe ich einmal den roten Diamant. Den hatte ich als Goodie mal gehabt. Der hat mich so überzeugt, dass ich mir den Clamshell bestellt habe. Der riecht auch sehr stark. Auch schönes Wachs. Das kann ich ganz schwer beschreiben. Putrig, süß, blumig. Kann ich ganz schwer beschreiben, was da drin ist. Aber sehr interessanter Duft. Roter Diamant. So, dann habe ich einmal Strawberry Fields. Das haben wir angefangen.
Sehr scharf gekriegt. Ja, der riecht total nach Erdbeere. Sehr stark. Sehr interessant. Also man muss sagen, die Fruchtdüfte sind spitze und die Foodie-Düfte. Strawberry Fields. Ich auch noch aufbrauchen. Dann habe ich einmal, den habe ich noch nicht aufgebraucht, den Honig, die Honigmelone. Ist noch komplett zu. Da hatte ich, glaube ich, mal zwei bestellt gehabt. Ja. Eins habe ich aufgebraucht, das habe ich noch nicht aufgebraucht. Schönes grünes Wachs. Ja, richtet da nach Honigmelone. Sehr interessanter Duft. Bin ich gespannt, wie der an der Lampe weiterhin wird. Sind jetzt nur relativ alt schon. Honigmelone. Dann habe ich einmal den Curses Cream. Den habe ich auch schon angefangen gehabt. So, jetzt kann man es, glaube ich, lesen, Bella. Auch wieder schönes Wachs. Nach riecht's. Fruchtig. Nach Quasis. Einfach klasse. Cremige Note hat es auch. Quasis Cream. Dann habe ich einmal den Vanillatraum, den habe ich ja angefangen, das sind schon zwei Blöcke weg. Da muss ich sagen, der riecht nicht so stark, wie ich es gedacht habe. Den nehme ich hauptsächlich zum Mischen. Den kannst du eigentlich mit allem mischen. Auch schön weißes Wachs. Ja, riecht nach Vanille, aber nicht so stark. Leicht dezent. Aber ich nehme den hauptsächlich zum Mischen. Vanillatraum. Dann habe ich einmal den Black Raspberry Vanilla. Schönes lilanes Wachs. Ist auch schon angefangen. Man riecht es total. Fruchtig. Nach Vanille. Nach Black Raspberry. Sehr interessanter Duft. Lässt sich bestimmt auch gut mischen, hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt. Aber werde ich demnächst auf alle Fälle mal testen, wie die sind, wenn ich die mische. Dann habe ich einmal den Schokomandel. Ich auch schon angefangen gehabt. Ein schönes braunes Wachs. Oder, naja, doch, Cappuccino braun, würde ich sagen. Riecht total die Mandeln raus. Das Schuckige kommt so im Nachgang. Sehr interessant. Den habe ich, glaube ich, gemischt mit Vanillatraum, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist schon ein bisschen länger her, wo ich die mal genommen habe. Bis jetzt immer andere Duftfirmen gedüftelt habe und neue Duftfirmen. Schokomandeln. Und mein letzter Duft von Duftimpressionen. Der brasilianische Kaffee, der ist auch sehr interessant, auch sehr stark. Auch wieder schönes braunes Wachs. Ja, total Kaffee, Kaffee pur. Volle Dröhnung Kaffee. Sehr stark, erreicht auf alle Fälle einen Block. Ich liebe eigentlich total die Kaffeedüfte. Leider gibt es immer so wenig Kaffeedüfte. Brasilianischer Kaffee. So, das war meine Duftimpression. Mal mehr gesagt, meine Reste, die ich noch habe. Mal schnell wieder alles einpacken. Werde ich auf alle Fälle noch ein paar bestellen. Die liebe Irma hat ja wieder neue Düfte. Ich werde den Shop mal verlinken. Letzten Karton, den ich euch zeigen werde,
Da sind meine ganzen Sensis drin. Ich muss unbedingt mir Kisten besorgen, Plastikkisten. Weil mit den blöden Kartons finde ich nicht so schön. Sind auch gut gefüllt. Muss ich sagen, kann ich mal kurz zeigen. Ich hoffe, fliegt mir nicht runter. Gehen wir mal die Reihe durch. Da habe ich einmal den Whippet Vanilla Pear. Ist übrigens auch angefangen. Ich hoffe, man kann es lesen. Einigermaßen. Auch wieder schönes Wachs. Ja, total noch Birne. Und noch eine andere Note drin, aber kann ich schwer beschreiben. Ja, doch, vanillig stimmt. Aber es ist noch irgendwas mit drin. Auch sehr interessanter Duft. Auch sehr stark. Allgemein die ganzen Sensi-Düfte sind relativ stark. Dann habe ich einmal den Crazy Coconut. Das ist die Kinderdüfte-Reihe, die Sensi hat. Die sind immer gleich mit so einem Fahrrad, glaube ich, gekennzeichnet. Ich hoffe, man kann es lesen. Einigermaßen. Ich auch schon angefangen gehabt. Ja, Kokosnuss. Süßlicher Kokosnuss. Ich würde es auch mehr in die frische Kategorie tun. Aber sehr interessant. Kann ich auch nur empfehlen. Ich glaube, das gibt es sogar noch. Weiß ich jetzt gar nicht. Was es noch so gibt, weil es kommt ja bald ein neuer Katalog raus von Sensi mit neuen Düften. Da habe ich auch schon wieder drei, vier, die ich haben wollen würde. So, weiter geht's mit Coconut Lemongrass. Ist auch mehr so frische Duft, würde ich sagen. Ich auch schon angefangen. Total zitronisch, das ist Lemongrass. Kokosnussig, riecht sehr frisch. Hab ich mit übrigens mit Clean Breeze gemischt. Totaler Burner gewesen. Dann habe ich den Lime Kiwi Cantaloupe. Das war einer meiner ersten Sensi-Düfte, die ich überhaupt jemals hatte. Das hatte ich als Goodie mal drin gehabt in der Sensi-Bestellung. Und der hat mich so überrascht, dass ich gesagt habe, komm, jetzt bestellst du einfach so ein Sensi-Pack. Kann man auch übrigens gut mischen. War schönes Wachs. Huch, das kommt mir gleich einer entgegen. Ja, total noch Melone, Kiwi, Limette, Sommer pur. Kann ich nur weiterempfehlen. Ich glaube, den gibt es sogar noch. Oder geht der raus? Das weiß ich jetzt gar nicht. Lime Kiwi Cantaloupe. Dann geht es weiter mit Bonfire Beach. Hatte ich auch als Goodie drin. War schon ein Block weg. Ist schön nach Lagerfeuer, nach Marshmallow. Obwohl ich eher das in die frische Kategorie tun würde. Hat irgendwas Frisches. Das Lagerfeuer rieche ich jetzt hier nicht raus, so wirklich. Das Marshmallowige, oh, 1, 2, 3. Das Marshmallowige, oh, ich habe ja da ein Deutsch drauf. Man merkt, es habe ich wieder ein paar Wochen nicht gefilmt. Bonfire Beach. Kann man auch sehr gut mischen. Das ist absoluter Männerduft, würde ich sagen. Dann geht es weiter mit Cherry Vanilla. Schöner vanilliger, kirschiger Duft. Ein Block weg. Kann man auch gut mischen. Kann man eigentlich alle gut mischen. Die ganzen Düfte von Sensi. Ja, der riecht auch sehr stark. Kirschig. Das Vanillige kommt so im Nachgang.
Aber hauptsächlich die Kirsche. Aber sehr schöner Duft, muss ich echt sagen. Cherry Vanilla. Dann geht's weiter mit Schimmer. Totaler Klassiker-Duft. War auch einer meiner ersten Düfte, die ich jemals hatte. Hat ja die meisten schon verdüftelt. Kann man optimal mischen. Ist ein schöner, putriger Duft. Ja, so stelle ich mir ein Frauenparfüm vor. Putrig, elegant, riecht jetzt nicht so extrem stark, aber man kann es gut mischen, man kann es normal düfteln. Ist relativ schöner Duft, geht eigentlich immer. Schimmer. So, dann geht es weiter mit Clean Breeze, was ich vorhin gesagt habe. Totale frische Wäscheduft. Riecht so ein bisschen wie Clean Cotton von Yankee, aber ich finde den sogar noch intensiver. Also zwei Blöcke davon kann ich nicht reinmachen, da kriege ich Kopfschmerzen, so stark ist der. Habe ich ja die meisten rausgehabt, verwendet. Ja, frische Wäscheduft. 1A frische Wäsche. Mehr kann ich dazu so nicht sagen. Kann man auch sehr gut mischen. Gibt es, glaube ich, auch jedes Jahr. Dann geht es weiter mit Amazon Rain. Der geht jetzt, glaube ich, raus. Ja, ist grüner Duft, floraler Duft. Kann ich gut mischen. Habe ich mit den Creme Brise gemischt. Total klasse. Schönes Olivgrün. So riecht Amazonas. Grün, frisch, blumig. Mehr kann man nicht sagen dazu. Ist total spitze, der Duft. Leider geht er raus, das finde ich sehr schade. Amazon Rain. So, weiter geht's mit den Apple Quash. Ist auch ein Kinderduft. Ist auch schönes grünes Wachs. Ein schöner grüner Apfelduft. Ja. Ich würde mehr sagen, die grüne Schale vom Apfel. Aber sehr schön. Kann man auch gut mischen. Sehr extrem schöner Duft. Auch sehr starker Duft, muss ich sagen. Apple Quash. Dann geht es weiter mit Gewalt Flowers. Ist auch einer meiner ersten Sensi-Düfte, die ich jemals hatte. Hatte ich auch erst einen Goodie gehabt davon. Und der hat mich so überzeugt, dass ich gesagt habe, komm, bestellst ein Sensi-Pack. Bis jetzt nur eins raus. Ist auch, glaube ich, mein zweites mittlerweile. Ist auch schönes Wachs. Wachsfarbe. Ja, und der riecht blumig ohne Ende. Ist sehr interessant. Auch leicht frisch. Ich würde mehr sagen, blumig. Kann man auch gut mischen. Ist auch absoluter Duft. Geht immer. Vor allem jetzt im Frühling. Die ganzen blumigen Düfte sowieso. Wo ich eigentlich jetzt nicht so der blumige Fan bin, der blumige Duftfan bin. Dann geht es weiter auch wieder mit dem Kinderduft. Candy Dandy. Ist bis jetzt nur eins raus. Soll nach Zuckerwatte riechen. Ja, und Zuckerwatte ohne Ende. Eigentlich nur Zuckerwatte. Aber sehr interessant. Sehr interessant Duft. Kann man auch gut mischen, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber werde ich demnächst mal machen, wie der riecht. Candy Dandy. So, dann geht's weiter mit Jumping Jelly Bean. Das ist so ähnlich wie der von Yankee Candle, der Chili Bean. So ähnlich kann man sich den vorstellen, riecht der. Obwohl den finde ich relativ intensiver und schöner. Ich bis jetzt nur eins raus. Riecht authentischer, stärker.
So stelle ich mir Jelly Bean vor, den Duft. Kann man auch schwer beschreiben. Muss man sich mal bestellen. Ich weiß auch gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Jimmy Jelly Bean. So. Dann geht's weiter. Sind noch nicht am Ende. Noch ein Kinderduft. Einmal den Working Ruby West. Da ist auch schöner bäriger Duft. Schon zwei Blöcke rausgemacht. Auch schöne Farbe. Würde sagen, muss hier kommt da mehr blumig rüber. Als wie in der Duftlampe. Der Duftlampe hat ja einen leicht bärigen Touch. Aber so kalt geschnuppert riecht er mehr blumig. Rocking Ruby West. Dann geht's weiter mit Sparkling Black Plum, ja. Ist einer der Herbstdüfte gewesen letztes Jahr. Bis jetzt nur eins rausgemacht. Ist ein schöner Pflaumenduft. Ja, riecht mal flaumig ohne Ende. Natürlicher Pflaume aber. Riecht sehr interessant. Werde ich demnächst auch mal mischen. Sparkling Black Plum. So, dann geht's weiter mit Wild Red Berry Sweet Melon. Also der bäriger, meloniger Duft. Ein schönes Wachs. Ja, noch riecht total die Melone. Das Bärige riecht jetzt nicht so intensiv, wie ich gedacht habe, aber auch sehr schön in der Lampe. Wild Red Berries mit Melon. So, dann geht es weiter mit einem schönen Bananenduft. Bananas. Kann man optimal mischen mit Fruity-Düften, mit anderen fruchtigen Düften. Ein schönes Wachs wieder, schön gelbes. Banane. Schöne, cremige Banane. Ich liebe ja sowieso Bananendüfte. Also der geht immer. Der riecht auch nicht so extrem stark. Ich hoffe, man kann es lesen. Jetzt wischt mir der Ton gleich um. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Jetzt muss ich die erstmal wieder wegtun. Jetzt fliegt mir das alles um. Packe ich mal schnell ein, die ich schon durchgehabt habe. Jetzt habe ich noch drei Düfte, dann sind wir durch. Einmal den Blueberry Cheesecake. Das ist ein totaler Foodie-Duft. Geht immer. Riecht auch sehr stark. Also muss ich zu gar nichts mischen. Der ist extrem stark. Man riecht das Kuchenteigige. Das Bärige. Riecht einfach genial. Würde ich sofort wieder bestellen. Ich weiß auch nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Muss ich mal gucken. Blueberry Cheesecake. Dann geht's weiter mit Schokolade Coconut Cream. Das schöner schokoladiger, kokosnussiger Duft. Fällt ein Block raus. Aber wieder schönes braunes Wachs. Ja. Man riecht die Schokolade, man riecht das kokosnussige, das cremige. Obwohl die Schokolade hier mehr überwiegen tut als wie die Kokosnuss, aber das finde ich nicht schlimm. Ist auch ein schöner Foodie-Duft, würde ich sagen. Geht immer. Kann ich auch im Sommer düfteln. Und mein letzter Womb Racing Cookie.
Ist aber doch schon ein keksiger Duft. Ist ein Blockgras. Oder schönes braunes Wachs. Man riecht wirklich den Rum raus. Das keksige raus. Das war, glaube ich, auch einer der Herbstdüfte gewesen mit vom letzten Jahr. Kann ich nur empfehlen. Rum Raisin Cookie. So, das waren meine ganzen Düfte, die ich noch besitze. Werde jetzt demnächst wieder ein paar mehr bestellen. Ich will noch ein paar mehr Quinkle Candle bestellen. Auf alle Fälle. Das habe ich neu für mich entdeckt. Ein bisschen mehr Yankee will ich mir kaufen. Ein paar Tarts wieder neue. Die gehen eigentlich immer. Eisflower bin ich am Überlegen, ob ich mir wieder Eisflower mehr kaufe und wieder einen Karton anfange. Das weiß ich noch nicht, weil ich war nicht so begeistert gewesen von Eisflower. Damals, wo ich das bestellt habe, muss ich mal gucken. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eher ein spontanes Video. Wie gesagt, ich muss wieder anfangen, mehr zu drehen. Mit meiner Wortfindungsstörung immer. Schlimm, 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 aber ist menschlich. Wünsche euch noch einen restlichen schönen Sonntag und würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.